Heute befinden wir uns im Landkreis Börde. Nahe der Stadt Hallensleben liegt die Ortschaft Hundesburg. Hundesburg ist für sein besonderes Schloss bekannt, was sehr viele schöne Gärten hat. Ich bin heute hier mit unserem Parteimitglied Dr. Markus Motschmann. Also herzliches Willkommen auch nochmal von mir hier in meiner Heimat Hallensleben. Ich wohne hier seit 20 Jahren, fühle mich hier pudelwohl. Und ein besonderes Kleinod hier aus Hallensleben ist das Schloss Hundesburg. Ich will euch mit den wichtigsten geschichtlichen Daten hier vertraut machen. Keine Angst, wird nicht zu heftig, aber die wichtigsten Daten will ich schon nennen. Also die erste urkundliche Erwähnung war 966 von der damaligen Hunoldsburg, damals noch eine Burgfeste. Und den ersten prominenten Besuch gab es hier 1214 von Kaiser Otto IV. Bei der Belagerung von Hallensleben. 1452 gelangte das Schloss oder die Burgfeste in den Besitz der Familie Alvensleben, eine reiche Kaufmannsfamilie aus Braunschweig. Und die haben dann diese Burgfeste umgebaut in ein Renaissanceschloss. 1613 war dieses Renaissanceschloss Hauptquartier von General Pappenheim bei der Belagerung von Hallensleben im Dreißigjährigen Krieg. Infolge des Krieges wurde das Schloss weitgehend zerstört und bis zum Ende des 17. Jahrhunderts zunächst im ursprünglichen Stil als Renaissanceschloss und später als Barockschloss wieder aufgebaut. Hinzu kam die Anlage des wunderschönen Barockgartens etwa in der Form, wie wir es hier heute bewundern können. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren hier prominente Gäste Gottfried Wilhelm Leibniz, der berühmte deutsche Philosoph, aber auch die drei Preußenkönige, zunächst Friedrich I., dann sein Sohn, der Soldatenkönig, Friedrich Wilhelm I. und natürlich auch Friedrich der Große auf ihren Inspektionsreisen durch die preußischen Lande. Im Jahr 1810 gelangte das Schloss in den Besitz der Familie Nathusius, eine Kaufmannsfamilie aus Magdeburg. Und jetzt kommt ein ganz wichtiges Datum für alle Patrioten. 1843 wurde hier Hoffmann von Fallersleben von der Familie Nathusius freundlich aufgenommen, nachdem er in seiner vorherigen Wahlheimat Breslau suspendiert worden ist. Er hat hier zwar nicht die Nationalhymne gedichtet, das war zwei Jahre später auf Helgoland, aber einige seiner berühmten Volksweisen sind hier auf Schloss Hundesburg entstanden. Am Ende des Zweiten Weltkrieges, nach 1945, ist hier die Rote Armee einquartiert worden. Und man würde heute sagen, die rote Party- und Eventszene hat sich so sehr über das neue Schloss gefreut, dass sie also im Innersten eigentlich keinen Stein auf dem anderen gelassen haben. Und eine der Feten dieser roten Party-People artete im November 1945 so aus, dass das gesamte Hauptgebäude abgebrannt ist. Während der DDR-Zeit ist das notdürftig, was übrig geblieben ist, instand gehalten worden. Es war hier eine Berufsschule untergebracht. Hier oben, der obere Teil des Barockgartens, war ein Fußballplatz. Im unteren Teil des Barockgartens war eine Obstplantage angelegt. Und erst nach der Wende, nach der Wiedervereinigung, Mitte der 90er Jahre, begann hier schrittweise der Wiederaufbau des Schlosses und auch die Neuanlage des Barockgartens. Den bisher vorläufigen Höhepunkt gab es 2005, als ich hier den bis dahin größten Medizinkongress in Hallensleben organisieren durfte. Hier war die Tagung der Augenärzte Sachsen-Anhalts und Thürings mit insgesamt 300 Teilnehmern. Und man darf gespannt sein, was für Ereignisse hier in nächster Zeit noch stattfinden werden. Vielen Dank. Dieser Steinzeuge ist besonders lebendig für die Menschen hier vor Ort.
Denn hier findet nicht nur die alljährliche Sommerakademie der Musik statt, in der die klassische Musik wieder aufleben darf, sondern hier ist auch das örtliche Standesamt. Viele junge Paare heiraten hier und können anschließend wunderschöne Fotos in den Gärten machen. Außerdem wird die nächste Generation durch das Haus des Waldes an die Natur herangeführt. Unsere Kleinsten lernen dort den Bezug zu ihrer Umwelt. Diese schönen Dinge kann man hier in diesem Steinzeugen, der dadurch erhalten bleibt, erleben. Und das ist für unsere Region wichtig, denn nur so schützen wir unsere Kultur und auch unsere Zukunft.